Ja, das war, glaube ich, auch so ein Charakteristikum unserer Arbeit, ne? Dass du im wahrsten Sinne des Wortes alle Register gezogen hast. Ne? Fagott hat ja, kann man auch sagen, es ist eine lange Pfeife mit vielen Möglichkeiten, aber Stiftsorgeln, die Mühleisenorgel hat insgesamt 5.366 Pfeifen gegen ein Fagott. Aber einfach, du hast so viele verschiedene Farben. Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man so, also es liegt mir auch nahe, dass man über die eigenen Grenzen des Instruments eigentlich hinausgeht. Das Instrument ist eine Ausdrucksmöglichkeit, aber dass man wirklich versucht, an die Grenzen zu gehen und wirklich auch neue Klänge zu schaffen, die man eigentlich vielleicht vorher noch gar nicht kannte. Ja. Und zum Beispiel Queclin, was wir vorher geprobt haben, ist ja auch so ein Stück, wo sich das Klavier total schwer tut, weil diese langen Liegetöne, die kann das Klavier in der Art gar nicht realisieren. Kirche klingt man einfach so ganz anders und du kannst mehr Räume so nützen. Das finde ich sehr schön, dass man wirklich einen Ton, der am Instrument wirklich im Mund eigentlich schon aufhört, dass man den im Raum nachhören kann und eben dann weiterspielen kann. Das ist ganz anders als in der Studioakustik. Wir haben eine große Stärke, dass wir einen Tonmeister haben. Und dieses Mal bei Krausfeiger. Der kennt Orgel sehr gut. Diesen Klang kann man eigentlich nur im Raum verstehen. Ja, das fand ich auch faszinierend. Also als ich das erste Mal abgehört habe, was er gemacht hat, plötzlich klang diese Orgel. Also gut, es ist immer, ich stehe ja davor, bei dir, da klingt es nochmal anders. Im Raum klingt es auch wieder anders. Aber auf seiner Aufnahme klang es eigentlich, wie wenn man wirklich mitten im Raum schwebt. Ja? Und so an optimaler Stelle. Und das schätze ich aber auch an ihm, dass er wirklich versucht, diesen Raumklang einzufangen. Ja. Ja, es ist einfach eine super konzentrierte Atmosphäre. Also ich lerne unglaublich viel dabei und es ist sehr ambitioniert immer, natürlich auch. Ja, es ist aber sehr inspirierend. Läuft. Und dann Assistenten kommen häufig von der Musikhochschule und dann die waren sehr begeistert oder vor allem überrascht, dass wir nicht viel proben müssen. Wir haken uns dann ein bei diversen Stellen, die nicht gehen, aber es ist wirklich so, viele Dinge müssen wir nicht absprechen. Die funktionieren seit der ersten Minute an. Das ist total angenehm. Jemand wie Ken, der spielt eben Continuo im Orchester, macht viel Kammermusik. Er ist da unglaublich, nicht nur routiniert, sondern einfach, er hört unglaublich gut zu.
dass man wirklich zusammen funktioniert eigentlich beim Musizieren wie ein Organismus. Das kann man nicht erzwingen. Ja, und das hat sich, das spürt man natürlich schon, auch wenn man im Orchester Continuo, gerade Continuo oder sowas zusammenspielt. Ja, bei uns sind viele Ideen auch, oder gerade die Ideen eigentlich entstanden, wirklich im gemeinsamen Gespräch, wenn wir in Ruhe auch mal abends zusammensaßen, gegessen und getrunken haben. Also ich finde, es ist einfach super, dass es nicht Arbeit ist. Also mit Ulrich ist alles so angenehm und es schenkt mir einfach so viel den freien Raum. Also zunächst mal ist er ein wunderbarer Kollege. Es ist eine glückliche Fügung für mich eigentlich, dass er Japaner ist, weil ich ja auch eine große Affinität zu Japan habe. Das kommt auch durch meine Familie. Meine Frau ist Japanerin. Wir waren mit unseren Kindern fast jedes Jahr in Japan. Und ich liebe das Land und die Leute, die Menschen. Und ich musiziere natürlich auch in Japan. Ich habe viel unterrichtet in Japan und Kammermusik gemacht. Ich habe letztes Jahr mit einem Fagottensemble, also mit einem japanischen Fagottquartett, gemeinsam eine Quintett-CD aufgenommen für Fagottquintett. Und jetzt hoffen wir natürlich auch mit unserer gemeinsamen CD-Produktion, dass wir im Anschluss konzertieren können. Ich glaube auch, solche Programme oder solche Musik, Fagott und Orgel, nicht so häufig bisher in Japan geklungen. Ja. Deswegen, es wäre schon ganz interessante Projekte. Viel Spaß mit unserer CD. Shirio Otanoshimi ni.